Ihr Lieben, heute geht es in dem Video einmal um die Produkte von der Firma Hanse Nail Couture. Ich habe zum ersten Mal Produkte dieser Firma, bin selber schon sehr gespannt, werde euch jetzt im Video einzeln die Produkte zeigen, werde auch Farbauftrag machen und wir werden ein bisschen spidern. Da teste ich dann auch einmal das hier, habe da ein bisschen was zusammengebaut. Und da werden wir dann einen Versuch wagen. Ob es funktioniert, weiß ich noch nicht. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Wenn ihr Fragen habt, einfach Kommentar. Und die Shopseite werde ich euch natürlich in der Infobox verlinken. Beginnen werde ich jetzt einmal mit dem Farbauftrag. So, da könnt ihr jetzt alle drei nochmal sehen. Ich finde sie wirklich sehr schön, lassen sich wirklich ganz toll auftragen und in den Tiegeln befinden sich 5 Milli. Aushärten habe ich die Farben jetzt 60 Sekunden lassen, in meiner UV-LED-Lampe 45 Watt. Jetzt kommen wir auch gleich zum Spider-Gel. Ich habe mir nämlich hier einen Colourpop vorbereitet. Und ja, hier haben wir das gute Stück. Jetzt werden wir es natürlich auch gleich mal testen. Habe mir dazu hier diese Zahnstocher zusammengebaut, weil ja, mir wurde gesagt, es funktioniert ganz gut. Ich habe es noch nicht getestet. Wir werden es jetzt einmal testen. Wenn es schief geht, geht es schief. Völlig egal. Ja, was werde ich jetzt testen? Einmal das Spider-Gel und schauen, wie es ist. Jetzt tun wir gleich mal so hier. Also gut, ziehen lässt sich schon mal super, guck mal, sehr gut. Wow. Kann man, glaube ich, gut sehen. Okay, also dann geht's mal los. Wir machen jetzt einfach mal hier. Ich bin jetzt selber aufgeregt, ob das wirklich so funktioniert mit dem Zahnstochern. Aber ziehen tut sich es Gel schon mal super. Wenn was schief geht, dann liegt es nur an mir. So. Super, ja, wunderbar, es lässt sich wirklich gut ziehen, schaut euch das an, auch mit diesen 4 Zahnstochern, ich bin begeistert, es ist, ja, super, dann machen wir jetzt nochmal eins, auch wenn es jetzt dann vielleicht blöd ausschaut, egal, einfach nur nochmal, um zu testen, mega, schaut euch mal das an, ich hoffe, ihr könnt es sehen, ja. Perfekt. Ja, und auch mit diesen 4 Zahnstochern. Also Spider-Gel ist schon mal bombenmäßig. Also wirklich super, ich bin begeistert. So, wie ihr sehen könnt, bin ich einmal bei dem nächsten Produkt und zwar bei dem Aufbaugel Rosé. Ist wirklich sehr schöner Farbton, lässt sich wunderbar verarbeiten. Schaut mal, es zieht sich wirklich ganz toll selber glatt. Das hat so einen Honigeffekt. Der Farbton ist der Wahnsinn. Eignet sich auch unglaublich gut, glaube ich, für den Babyboomer. Ich habe es selbst noch nicht getestet, aber ich glaube, es ist ein Spitzenfarbton und auch Produkt für den Babyboomer. Ja, ist wie gesagt ein Roséton. Mehr kann ich natürlich noch nie dazu sagen, weil ich es selbst noch nicht weiter getestet habe. Aber jetzt schon so fürs Erste ist es wirklich sehr schön. Wunderbar zu bearbeiten. Wie gesagt, hier nochmal mal gucken, ob man es sehen kann. Also es zieht sich wirklich von selbst ganz toll glatt.
Ne? Ja, es ist mir so schwer, das zu zeigen. Auf jeden Fall ganz schöner Farbton. In dem Tiegel habe ich jetzt hier die 15 Milli drin. Ja. Wunderschön. So, weiter geht's hier mit dem Schmuckstück. Ich habe mir da jetzt im Internet auch mal kurz ein paar Daten rausgesucht, eine Beschreibung. Da ich selber ja noch nicht getestet habe, möchte ich euch natürlich auch ein bisschen was zu dem Produkt sagen. Werde es jetzt mal kurz zuerst. Ui, also genau, euch jetzt einfach erstmal zuerst zeigen. Also es ist so Mittelviskose, würde ich jetzt sagen. Werden wir aber auch gleich nochmal nachlesen. Also es ist auf jeden Fall schon mal nicht zu extrem dünn. Zum Verarbeiten für mich immer sehr schön, weil ja, da läuft nichts, sage ich immer. So, jetzt nehme ich mir da mal ein bisschen was auf. Und dann nehmen wir hier mal den Tipp und tragen das einmal hier hin. Es ist auf jeden Fall schon mal sehr standfest, das kann man schon mal erkennen. Schaut mal. Ich tue das ein bisschen auf die Seite. So. Schauen wir mal. Ne? Also es bleibt gut sitzen. Moment mal, ja, so ist besser. Aber, also es verläuft schon mal nicht, aber man kann gut erkennen, dass es sich von alleine glatt zieht. Schaut mal, also es zieht sich wirklich von alleine glatt. Das ist wirklich perfekt. So. Und dann verarbeiten wir das jetzt einfach einmal ein bisschen da. Bin ich im Bild? Jetzt. Ich mache das jetzt wirklich mal so ein bisschen unsauber, damit man sehen kann, wie sich das wieder glatt zieht. So. Einfach ein bisschen zack, zack. Also man kann hier schon erkennen in der Zeit, wo ich jetzt modelliert habe da vorne, dass sich das schön glatt zieht. Jetzt lassen wir sich den Rest auch noch glatt ziehen. Also das ist ja schon mal wirklich eine sehr, ja, sehr gute Sache einfach, ne? Dass sich es glatt zieht, dass es nicht verläuft. Ich glaube, das ist schon wirklich für ganz viele sehr wichtig. Also ich bin schon gespannt, wenn ich das dann auch selbst teste. Aber mir gefällt es jetzt schon ganz gut. Also man sieht, es zieht sich glatt. Schaut mal. Bisschen. Wunderbar. Dann lasse ich das jetzt mal aushärten. So. Und dann habe ich hier mir einmal noch das Handy zurechtgelegt mit der Beschreibung. Da kann man auch gut nachlesen im Shop die kompletten Einzelheiten zum Produkt. Das ist natürlich immer wunderbar. Das halte ich euch jetzt einfach mal kurz ins Bild. So. Kurze Nägel, lange Nägel, Überlängen. Das ist wunderbar. Ja, eben auch gerade erwähnt, es ist selbstglättend. Haben wir gerade gesehen und ich habe es natürlich auch gemerkt. So. Ja, einfach hier noch ein paar Daten. Wie gesagt, Näheres findet ihr natürlich dann alles komplett im Shop zu dem Produkt. So ausgehärtet ist es jetzt. Ja, und ich. Schaut mal, wunderbar. Hat sich ganz toll glatt gezogen. Also da spart man sich dann auch Feilarbeit. Jetzt schauen wir uns einmal das Goldstückchen hier an. Machen wir einmal auf. Den Magic Shine Milky White. So. Also soviel ich schon weiß von diesem Teilchen, dass er ohne Schwitzschicht ist, ist auch ein Versiegler. Steht auch drauf, dünnes Abschlussgel für alle Systeme. Also sobald man mit seiner Modellage fertig ist, kann man mit dem hier versiegeln. So, ja, es ist auch wirklich milky, schaut mal. Ja, ich denke, ich werde den jetzt einmal hier mit drauf machen.
Ja, dass man halt einfach ein bisschen sieht, dass er so weißlich ist. Seht ihr, so milky? Einmal. Dann macht er das hier nämlich schon wieder viel, viel heller. Sehr schön. Machen jetzt trotzdem da auch nochmal drauf, ob man da das sehen kann. Ja, sieht man auch ganz gut. Seht ihr das? So. Ich mache jetzt einmal nur auf der einen Seite kurz, damit man da den Unterschied ein wenig sehen kann. Seht ihr da? Ja, das ist halt ein bisschen schwach durch den weißen Tipp. Aber man kann es schon erkennen. Na? Auf der einen Seite zeige ich es euch jetzt auch noch mal ein bisschen aus der Flasche. Also es ist auf jeden Fall ein schöner Milchton. Hat man jetzt hier auch gesehen, der macht es dann alles ein bisschen, ja, sanfter, ne? Zeige euch, ich werde den jetzt mal aushärten und dann zeige ich euch den nochmal hier aus der Flasche. So. Ich glaube, da kann man das sehr schön erkennen, ja. Ja, wieder wirklich auch was Bombenmäßiges für einen Babyboomer. Schaut mal. Perfekt, also im Fläschchen haben wir jetzt da 15 Milli drin. So, da haben wir nochmal. Und ich habe mir auch natürlich ein paar Daten rausgesucht hier auf der Seite, damit ihr das kurz auch ein bisschen nachlesen könnt. Es ist wie gesagt ein Meki White Shine ultradünnes Hochglanzgel in der Pinselflasche, auch wie ich gerade erwähnt habe, ohne Schwittschicht. So, auch für alle Systeme geeignet. So. Sagenhaften Nassglanz. Nassglanz. Gut. Der Überwochen. Ja, wunderbar. Hier haben wir dann noch das Anwendungsgesetzel. Wunderbar. So, dann hole ich den Dracker da mal nochmal raus. Wie gesagt, ist natürlich ein bisschen schwer zu erkennen, aber man sieht da schon ein bisschen leicht den Unterschied. Ich glaube, in der Kamera jetzt nicht ganz so, aber hier konnte man es beim Auftragen sehen. Also ich bin schon gespannt, wenn ich ihn dann auf einer Modellage nutzen werde. So, gut, dann machen wir weiter mit dem nächsten. Acrylgel ist ja schon fast ein Muss in jedem Studio, ja. Ich habe auch ganz viel verschiedene Acrylgel im Studio und heute teste ich einmal das Milky Rose von Hansi Nail Couture. Schauen wir mal, also der Farbton ist schon mal sehr schön. Wir testen das jetzt einmal. Also ich möchte mit euch einmal auftragen. So, ich habe jetzt hier einfach meinen Colourpop und dann nehme ich mir hier ein bisschen was raus. Ich nehme jetzt mal übertrieben viel, ja. Das ist jetzt einfach mal für euch zum Bestaunen. So. Einmal drauf damit. Ja, zum Verarbeiten ist natürlich immer ganz wichtig. Ihr benötigt das Liquid dazu. Ohne Liquid geht's nicht. Ich habe zum Beispiel hier mein Liquid in diesem Behälter. Und da klicke ich dann ein bisschen drauf. Ja, der ist immer ein bisschen steif hier. So, jetzt. Dann benötigt ihr einmal ein bisschen Unterlage zum Abstreifen. So. Vielleicht mache ich hier noch ein bisschen mehr runter. Jetzt. So, da kann man das dann ganz gut sehen. Ja. Euren Pinsel immer mit dem Liquid etwas befeuchten. Es sollte nicht zu nass sein. Also einfach ein bisschen rein und dann ein bisschen abstreifen. Und dann könnt ihr auch schon das Acrylgel verarbeiten. Was man damit auch toll machen kann, ist immer eine French. So, schaut mal, ihr drückt euch das eigentlich einfach so hin. Ich habe es jetzt seitenverkehrt, ich Depp. So.
Ich wollte es jetzt eigentlich andersrum zeigen. Ja, schaut mal. Also ihr könnt es als Fullcover nutzen. Ihr könnt es zack, auch eine French bauen. Eine vorgeformte. Schaut mal. Jetzt natürlich andersrum. Ich habe es jetzt seitenverkehrt gemacht. Aber ist ja völlig wurscht. Ihr wisst, was ich meine. So. Lässt sich ganz toll verarbeiten. Aber ich mache es jetzt nochmal ab, damit ihr es nochmal sehen könnt. Schaut mal. Also ihr könnt es auch wieder ganz einfach entfernen. Also es ist wirklich bombenmäßig. Wir machen es jetzt einmal richtig, richtig rum. So, und einfach wieder drauf. So. Also ihr könnt damit wirklich so lange arbeiten, wie ihr wollt, ne? Das ist immer das Tolle an den Produkten. So, jetzt streifen wir da ein bisschen runter. Babyboomer kann man mit Acrylgel auch wunderbar machen. Also wer es mit Gel nicht hinkriegt, der bekommt es auf jeden Fall mit Acrylgel hin. So, ich schiebe das jetzt einfach mal ein bisschen darüber. Also ihr seht schon, ihr könnt damit unglaublich lange arbeiten. Wie gesagt, der Pinsel muss halt immer schön befeuchtet sein. Wenn er natürlich zu trocken ist, ist es ganz schlecht, weil ja, dann klebt das Produkt an eurem Pinsel und das ist dann auch nicht Sinn und Zweck. So, also immer schön feucht halten, aber nicht zu nass, das ist natürlich auch wichtig. So, einmal, also ihr bekommt da auch wirklich ganz schnell die Form so hin, wie man das will. Eine extreme vorgeformte French, eine nicht so extreme. Also ihr könnt da wirklich super mitarbeiten. Schaut mal, also es geht auch echt so flott. So, und da könnt ihr dann zum Beispiel mit Farbe andocken. Also ich finde wirklich, wer mit Gel nicht klarkommt und auch nicht mit Acryl selber, ich denke, der kommt auf jeden Fall damit klar, weil sich das unglaublich toll verarbeiten lässt. Und was auch gut ist, man hat nicht mehr so viel Feilarbeit, ja. Also wie gesagt, also ich kann es empfehlen. Ihr könnt damit echt super, wirklich super French vorarbeiten. Schaut mal, also wie gesagt, ihr könnt so lange damit hantieren, wie ihr wollt, ne? Ist jetzt einfach zur Anschauung für euch. So. Wie gesagt, ich glaube, jetzt habe ich schon ganz oft wie gesagt gesagt, gell? Ja. So lange arbeiten damit, bis ihr es aushärtet. Also es ist ein Traum. Wer mit Gel und Acryl nicht klarkommt, nutzt Acrylgel. Ich finde es perfekt. Hier zum Beispiel zur Anschauung, die Farbe ist sehr schön. Also ganz toll. Ich gesagt, ich habe jetzt halt hier die French ein bisschen vor. Hoppele. Sieht man da auch. Ja. Wie gesagt, kann man dünner, dicker machen. Ich habe jetzt natürlich ein bisschen mehr genutzt, einfach um euch das zu zeigen. Ja, wer natürlich keine French will, der packt das einfach auf Full. Zack, ihr könnt es ja dann verteilen. Und einfach auf den kompletten Nagel machen. Zack. Also, hoppala, jetzt habe ich da ein Luftscheißerchen drin. Die lieben Fusseln, aber gut, ist ja gerade wurscht. So, also ihr könnt es einfach dann komplett verteilen. So. Gucken, dass wir nicht so unscharf sind. So. Ja, und dann, wenn ihr zufrieden seid, einfach aushärten, befeilen, fertig. Kann man ein bisschen Glitzer mit dazu machen. Also ich finde es ganz toll. So. Das passt dann schon. Den Rest kann man dann befeilen. Und das war es eigentlich schon. Also es ist wirklich mega leicht zum Verarbeiten.
Und ja, ich glaube, mehr muss ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Aushärtezeit ist, Moment, ich schaue mal in der LED, 60 bis 120 Sekunden. Ich glaube sogar in der 24 Watt 180. Da gucken wir jetzt gleich mal noch nach. Haben wir hier nämlich auch wieder ein bisschen was dazu. Also hier haben wir einmal die Beschreibung. Und jetzt gucken wir mal. So, genau, in der LED 60 bis 120 Sekunden. Ja, Aushärtezeit UV beträgt 100. Also wie gesagt, da kommt es dann auch ganz drauf an, je nach eurer Lampe. Hier haben wir 24 Watt und ungefähr 395 nm aushärten. Ja, also es kommt immer ganz nach eurem Gerät an. Und ich glaube, mehr muss man jetzt zum Acrygel gar nicht sagen. Ja. Dann bin ich natürlich auch schon fertig. Den kleinen Tracker packe ich jetzt einmal zum Aushärten. So, da haben wir jetzt nochmal Foamgrad, das mit dem tollen Spider-Gel. Falls ihr Fragen habt, einfach einmal als Kommentar. Shop, glaube ich, habe ich vorhin schon erwähnt, werde ich einmal in die Infobox packen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao! Tschüss!